Dr. Wettis Science Blog Nummer 7. Aktuelles aus der Wissenschaft. Diesmal geht es um einen Klimakiller, der getarnt als harmloses Rindvieh sein Unwesen treibt, selbst aber nur bedingt etwas dafür kann, denn die Hauptschuld trägt der hungrige Mensch. Wissenschaftler schlagen Alarm. Pupsende und rülpsende Kühe werden zu Klimakiller. Stellen Sie sich mal vor, weltweit gibt es schätzungsweise 1,5 Milliarden Rindviecher und die fressen, verdauen, rülpsen und pupsen um die Wette. Aber was bei den Wiederkäuern hinten und vorne rauskommt, ist gar nicht gut für unser Klima. Denn nichts anderes als das gefährliche Klimagas Methan stoßen sie aus. Und dieses Gas hat ein 25-mal größeres Treibhausgaspotenzial als Kohlendioxid. Kühe gelten also nicht nur aus Sicht von Vegetariern als Klimakiller. In Zukunft werden sie sogar noch einen deutlich höheren Anteil an der Klimaerwärmung haben. Das jedenfalls ist das Ergebnis einer aktuellen Studie vom Wissenschaftler des Senckenberg-Instituts. Das Forscherteam hat herausgefunden, dass Futterpflanzen in wärmeren Regionen einen geringeren Nährwert haben. Rinder müssen daher mehr fressen und stoßen dementsprechend mehr Methan aus. Aufgrund der stetig wachsenden Zahl an Erdenbürgern dürfte der Fleischkonsum und damit die Anzahl von Rindern ebenfalls immer stärker wachsen. Das Forscherteam kommt zu dem Ergebnis, dass Kühe im Jahr 2050 Methan in einer Menge ausstoßen, die dem Erwärmungspotenzial von 4,7 Gigatonnen Kohlendioxid entspricht. Der Studie zufolge könnte der Methanausstoß im Zuge des Klimawandels, der damit verbundenen Temperaturerhöhung und weltweit wachsender Tierbestände bis 2050 um über 70% steigen. Das wiederum würde den Treibhauseffekt verstärken. Ein gefährlicher Teufelskreis, denn es gibt folgendes Hauptproblem. Der Nährwert der Futterpflanzen variiert von Region zu Region und von Kontinent zu Kontinent sehr stark. Wie die Auswertung diverser Studien ergab, haben Futterpflanzen in wärmeren Gebieten einen geringeren Protein- und höheren Ballaststoffgehalt. Daher müssen die Kühe dort mehr Pflanzen fressen und verdauen länger, wobei mehr Methan entsteht. Da durch den Klimawandel die Temperaturen weltweit steigen, erwarten die Wissenschaftler, dass sich Futterpflanzen weiter verändern und deren Nährwert global abnimmt. Tipps, wie man dieser klimaschädlichen Entwicklung entgegenwirken kann, geben die Wissenschaftler zum Glück auch. Um den Anstieg des Methanausstoßes zu verhindern, müsste die Viehhaltung in den Regionen, die sich am schnellsten erwärmen, begrenzt oder nährstoffreichere Pflanzen angebaut werden. Und natürlich müsste der individuelle Fleischkonsum reduziert werden. Jeder von uns kann also seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten und einfach etwas weniger Fleisch essen.